Am Donnerstagnachmittag stürzte ein Baum aufgrund eines Windstoßes zwischen dem Hockenheimer Dreieck und der Tank- und Rastanlage Hockenheim West auf die Fahrbahn der A6 in Richtung Heilbronn. Zwei von drei Fahrstreifen wurden gesperrt. Das technische Hilfswerk Wiesloch-Walldorf war im Einsatz und sorgte nach rund einer Stunde wieder für freie Fahrt. Der Verzögerungsstreifen zur Raststätte musste bis gegen 15 Uhr wegen den Sägearbeiten und des Abtransports gesperrt werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.